Pas ons niet op die leerkrom te redden. Dag Rief. Doei, hier Vater. Eine grössere Freude könntest du mir nicht machen. Ich muss die 75'000 Franken wieder haben. Schon sind wir noch gesund. Hier hat es eine Katze zum Sack ausgeladen. Da. Lese jetzt auch. Wohl, Großkind. Wohl, Goldhamster. Kräftiges Kind geboren. Ja, Mann, ich verrecke dich doch mal. Ja, ist es ein Bub oder ein Mädchen? Jetzt weiss ich nicht, ob ich Großvater oder Großmutter geworden bin. Dann müsst ihr ja aber euch in jedem Bäum das Bein lüpfen. Ich hätte liebst nämlich dein Gungrubdauer. Ja, den bringst du mir ein Sequenz. Einsperren, ein solches Gesindel. Jawohl. Vielleicht klappt es ja mit der Liebe nicht. Was hast du aber mal wieder für eine Fantasie? Du hast einen ganz anderen Mann in seinen Kopf gestellt. Man merkt es, im anderen käme ja von uns etwas zu. Grundstückchen? Ja. Hey, ich habe schon bessere gehabt. Aber nicht da. Ja. Und der Finken? Der tut ja ränzeln. Der frisst nicht einmal den Hund. Aber hat er nicht gefressen. Aha. Und du hockst da und hast Mund offen fein. Was reizt dich eigentlich an deiner Frau? Jedes Wort. Ich sage nicht. Sie sehen nicht. Sag ihnen ein Wort zu anderen. Du, ich kann schon reden. Du bist nicht um so ein Reibeisen rum. Ach, kostet das Mästchen? Schätze dich. Du hast mich sicher falsch verstanden. Gern, Captain Joe. Ja, wissen die denn? Nein, nein. Keine Ahnung. Ich stelle mich zu eurer Verfügung, Herr Oberst. Ich habe reingeschaut. Was habe ich gesehen? Der Goldhamster in einer Blutlache liegen. Das ist er doch fast immer wieder auf einem Geisterschiff. Er reist dann doch auch mit der letzten Nerv aus. Dem Sägelumbazi hätte ich schon lange ein Wirtshausverbot gegeben. Der einfältige Maulaffe. Nein, das ist schon manchmal gefeiert. Warte, ja, halt mich nicht zu wissen. Eben ein schönes Reckchen hätte ich schon gegeben. Aber der heisst wohl zu meinem herzigen Gesicht passend. Ja, in dem Fall müsste dann kein Mitfalt sein. Was wären jetzt also die Hütte? Denk ich ja nicht auf! Am Boden hat es halt. Mensch! Vielleicht hätte ich ja gar nichts dagegen. Ich habe gesagt, vielleicht. Es ist halt doch so. Ich bin und bleibe ein Schattenkind. Haben Sie jetzt echt gemeint? Kundschaftlich! Und? Wie viel soll das sein? Mindestens 50%. Wie viel? 100% habe ich gesagt. Kreislaufstärke. Alter Wein und junge Wein sind die besten Zeitvertreiber. Monika, bisschen gut, lass mich jetzt ein bisschen allein. Ich sage es nicht zweimal. Du musst ein Geschehen auf der Bühne machen.